Zum ersten Mal führt Walross Mutter Dina ihr 7 Wochen altes Baby ins Außengehege. Auch die Presse erwartet die erste Schwimmstunde des 53 Kilogramm schweren Jungtieres neugierig. Doch während Mutter Dina ihre stattlichen 790 Kilogramm mühelos im Salzwasser versenkt, zögert der kleine Bulle noch. Erst die eindringlichen Aufforderungen von Tierpfleger und Mutter können den Bullen überzeugen. Nachdem die Skepsis erst einmal überwunden ist, findet der kleine Kerl offensichtlich Gefallen an der unbekannten Unterwasserwelt. Neugierig inspiziert er den Boden des 5,5 Meter tiefen Beckens. Auch seine agilen Mitbewohner, die südamerikanischen Seebären, schwimmen aufgeregt durch das Becken. Das Interesse an dem besonderen Nachwuchs ist groß, denn Hagenbeck ist der einzige Zoo deutschlandweit, dem es gelungen ist, diese bedrohte Art zu züchten. Um die Bindung zwischen Mutter und Sohn zu festigen, verbrachten beide die ersten Wochen hinter den Kulissen. Dort, abseits vom Besuchertrubel, fanden sie die notwendige Ruhe, um sich aneinander zu gewöhnen. Von Geburt an können Walrosse schwimmen und tauchen. Sie müssen es nicht erst lernen. Je mehr Erfahrung und Körpergewicht diese Säugetiere aber haben, umso länger können sie unter Wasser bleiben. Doch bevor der kleine Walrossbulle größer wird, braucht er zuerst einmal einen richtigen Namen. Nach Hagenbeckscher Tradition soll dieser aus dem Ursprungsgebiet des Tieres kommen. Seine Tierpfleger haben sich 3 nordische Namen überlegt, die sie den Gästen an diesem Tag vorstellen. Auch der kleine Bulle ist äußerst interessiert an seinem zukünftigen Namen und stellt sich medienwirksam zwischen seine Tierpfleger. Zur Auswahl stehen Snorre, was im Norwegischen der Schnelle heißt, Halvar steht für den Hüter des Felsens und Hodor ist eine Figur aus der Fantasy-Serie Game of Thrones. Abstimmen kann jeder Hagenbeck-Fan über Facebook oder mit einer E-Mail an presse@hagenbeck.de. Zu sehen ist das kleine Walross übrigens ab sofort täglich für rund 1 Stunde.